und habe im Wesentlichen da alles mit gesagt. Grundsätzlich geht es darum, dass wir uns für unsere Meinungsfreiheit einsetzen, dass wir dafür einzustehen haben, dass diese Regierung, wie sie zurzeit regiert, keine Zukunft hat. Dieses Land hat keine Zukunft und dafür stehen wir hier. Wir müssen auf alle Fälle mit der Kriegspolitik beenden. Hier muss Diplomatie zählen. Es kann nicht angehen, dass mit Waffen Frieden geschaffen werden soll. Die Fremdbestimmung der USA muss ein Ende haben. Wir müssen sofort die Sanktionen gegen Russland einstellen. Und wir müssen diesen Energiewahn beenden. Es hat nichts mit Klimawandel zu tun, sondern es geht um Natur und Heimat. Und das müssen wir erledigen. Und es muss sofort mit allen Corona-Maßnahmen und alles, was dazugehört, sofort ein komplettes Ende geschaffen werden. Wir machen hier noch ein offenes Mikrofon, wenn einer was sagen möchte. Gerne auch von der Gegenseite da. Macht mal was Sinnvolles. Nehmt das Mikrofon in die Hand und geht in den Dialog mit uns. Vielleicht bringt das was. Ich wäre sehr gespannt. Wenn euch jemand was sagen möchte, übergebe ich gerne das Mikrofon. Ich spreche in die Richtung. Liebe Bremer Bürger,